Hallo Leute, hier ist Scrub, ich heiße euch herzlich willkommen zu Google.exe. In dem Spiel geht's darum, oder in dem Programm, oder was auch immer das hier ist, ist so ein Creepypasta-Ding. Auf jeden Fall wurde Google übernommen von einem Virus und wir müssen Google befreien. Und das machen wir, indem wir irgendwelche Sachen suchen. Mehr habe ich nicht gesehen von dem Spiel und ich weiß, dass es anscheinend eine Warnung gibt, dass das Spiel sehr laut ist. Also schätze ich, es gibt die Jumpscares, ich weiß nicht genau, wie viel Kraft das Spiel hat. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was wieder auf den PC zugreift, das heißt, yay, fucking hell. Okay, wir geben jetzt einfach mal ein Sonic the Hedgehog. Weiß nicht wieso. Go. Sorry, wurde nicht gefunden, aber es wurden ein paar andere Sachen gefunden. Okay, das sind andere Sachen, die gefunden wurden. Google Update. Willkommen zu Google Albtraum Page. Das hättest du nicht tun sollen. Das hättest du nicht tun sollen. Das hättest du nicht tun sollen. Ich habe Angst vor dem saulauten Jumpscare. Das hättest du nicht tun sollen. Willkommen zu den Albträumen. Ja, die Musik kennen wir. Kann ich das irgendwie wegmachen? Oben steht übrigens nightmares.com. Was soll ich machen? Soll ich das Spiel abbrechen? Wait, ich kann das Spiel nicht. Oben ist kein fucking X! Wait, what? Das ist sau weird. Ich kann das nicht schließen. Das ist nicht. What the f. Wait, muss ich das neu starten? Ich bin sau confused gerade. Kann ich das so beenden? Nein! Ich kann das nicht beenden. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Das ist nicht im Video. Das ist das erste Programm, was ich ever gesehen habe, was oben rechts kein fucking X hat. Ich kann es nicht schließen. Und es ist auch nirgendwo der. Kann ich das im Taskmanager? Moment mal. What the fuck? Aber what the fuck, Alter? Wie haben die das gemacht? Respekt, das ist sau creepy. Okay, kann ich es nicht beenden? Also manuell? You met with a terrible fate, haven't you? Ich höre Musik. Das Ding ist sowas von nicht geschlossen. Das Fenster ist zu. Aber ich traue der Kacke gerade überhaupt nicht. Alter. Ich habe nicht... Okay. Ich wollte eigentlich einfach nur irgendein Game zocken. Ich habe gerade so Angst, dass gleich ein Mega-Jumpscare kommt. Es ist zwar eigentlich zu, aber ich traue der Scheiß nicht. Ich habe so Angst. Ich wollte zwar eigentlich nur irgendein Minigame zocken. Weil ich jetzt Verstören nicht hinbekommen konnte, weil es viel zu lange dauert, die Folge, die ich machen wollte. Deswegen wollte ich einfach irgendwas anderes zocken, damit jetzt sehr spät noch eine andere Folge kommt. Und jetzt habe ich gerade echt fucking Angst. Ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwas Gutes ist. Okay, ich starte... What? Ich habe super viele Dateien hier bekommen. I'm in your data. Ich bin in den Dateien drin. G ends with E. What you're playing now, Google. Okay, hello. Hallo, Nummer 6 möchte dich sehen, Albträume. Willkommen zu den Albträumen. Ich bin hier, das hättest du nicht tun sollen. Das Ende ist nah, guck hinter dir. Nope. Okay, wir starten das Spiel wieder. Help. Sorry, es wurde nicht gefunden. Aber hier sind ein paar andere Sachen. YouTube? Okay. Das Video funktioniert nicht, tut mir leid. Zurück. Oh, what the fuck? Ich hab gedacht, das wäre ein richtig beschissenes, trashiges Horror-Game. I'm feeling lucky. Das war schön. Good for you. Es hat sich eine Datei geöffnet bei mir. Und darin steht, lucky you, lucky you. Alright. 666 hat sich auch geöffnet. Okay. Okay. What the... No. No. Okay. Drive Cleaner soll ich vielleicht nicht machen. Ich kann Settings mal gucken. Google wird es nicht zulassen. Oh, es ist weg. Das ist cool. Fragezeichen. Oh, dass ich nicht drücken soll, oder? Ich höre Sounds. Warum ist sie jetzt... Oh, what the fuck? 4696. Fragen? Hello. Was? Das Easter Egg Nummer 2 ist...
Restart. Viel Glück. What? Was ist, wenn ich Google? Ich habe richtig fucking Gänsehaut. Ach du Scheißes. Okay. Okay. Cleaning. Ich traue der Scheiße nicht. Ich traue der Scheiße absolut gar nicht. Ein fucking CD-Fach hat sich geöffnet. What? Alter, ich schwitze gerade richtig. Okay, das mache ich lieber mal zu. Das CD-Fach, was ich noch nie in meinem Leben benutzt habe, aber hey. Das ist passiert. Ich habe ein bisschen. Ich weiß nicht, was muss ich machen? Muss ich Google googeln vielleicht? Google.exe? Oh! Oh! Das war richtig! Settings. Google kann das nicht tun. Go to sleep hat sich geöffnet. Go to sleep. What the fuck ist mit diesem Spiel los, Alter? You can listen to the music in your head. Ich weiß nicht mal, wo die fucking Musik herkommt. Es ist so creepy. Okay, enter. Ich gehe nochmal zu google.exe in Google. Do not click. Das hättest du nicht tun sollen. Fuck off! I got it. Nicht schließen. Danke. Okay. Warum ist die scheiß Musik immer noch im Hintergrund? Okay, was, okay, Google. Ich will irgendwie gucken, ob es ein Ende gibt. Ich weiß es nicht. Enter? Das hättest du nicht tun dürfen. Ja, fuck you. Fuck you. Was soll ich denn tun? Cannot show. Nowhere to show. You're stuck. Type something else. Was? Das gibt mir super viele Tipps. Ich hätte irgendwie Sachen, die ich machen soll, aber es klappt halt irgendwie alles nicht. Okay. What the fuck? Das ist so weird. Easter Egg Nummer 4. Restart now on the X menu. What? Kann die scheiß Musik mal aufhören? Da, bitte. Nervt. What the fuck? Okay. Google.exe. Okay, nochmal Google.exe. Kann ich hier irgendwas machen? Was, wenn ich Google.exe bei Google.exe eingebe? Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Jesus fucking Christ. Okay, fucking seriously. Ich weiß nicht, ob ich hier noch mehr machen kann. Ich weiß nicht, ob sie noch weitergeht. Und ich habe langsam ein bisschen zu der Angst, dass das irgendeine Scheiße mein PC macht. Ich glaub's doch nicht. Aber es ist ziemlich creepy. Es ist ziemlich creepy, was das Spiel alles machen kann. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, wie ich hier irgendwas beenden kann, schreib's nur in die Kommentare. Dann mache ich das aber das. Bitte mal einen Daumen nach oben da, weil wenn ihr wollt, dass ich mehr von diesen richtig abgefuckten Spiele wie dem hier, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann gucke ich mal, was ich noch so finden kann. Ich finde es nämlich generell extrem kreativ, wenn Spiele so ein bisschen virusmäßig sind, aber halt natürlich sicher sind. Aber das ist echt, es ist unglaublich gruselig, wenn so ein Spiel einfach dein PC so ein bisschen übernimmt. Okay, das war Google.exe. Schätze ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Musik hört gleich auf. Die gefällt mir nicht. Ich habe so Angst, dass gleich ein scheiß Jumpscare kommt. Wenn euch das hier gefallen hat, dann habe ich hier ein anderes Spiel, was euch sehr gefallen wird. Weil das hat die bis jetzt mieseste Technik gehabt, außerhalb vom Spiel die extreme Angst zu machen. Ich habe es euch hier verlinkt. Viel Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich kriege die Musik weg. Bye, bye.